Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Crusader No Remorse Teil 18. Wir sind in der 7. Mission zurzeit und da wollen wir doch direkt mal wieder die Missionsbeschreibung kurz angucken, um zu sehen, was wir denn überhaupt machen müssen. Wir müssen diesen Gascontainer oder diesen EOD-Nervengas-Container auf Level 7 in die Luft jagen mit einem Fusion Pack. Zuletzt haben wir, glaube ich, hier diese grüne Keycard erhalten. Das schauen wir jetzt mal, da geht hier das Kraftfeld auf. Und vielleicht können wir auch die Energiebarriere zu unserer Rechten noch irgendwie ausschalten. Aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Denn wir müssen diese Laser-Heinis hier ausschalten. Die machen Schaden. Das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesehen, dass die teilweise richtig böse sind. Wow. Und die sind auch böse. So, den Thermatron haben wir mal mit der Shotgun ausgeschaltet. Etwas Neues zur Abwechslung. So, komm du auch noch. Jawohl. Es wundert mich, dass dieses Fass hier noch steht. Das scheint irgendwie aus richtig robustem Material gefertigt zu sein. Da hinten geht noch ein Schalter runter. So, der Kollege ist auch tot. So, wir müssen wieder das Maschinengewehr verwenden, weil wir da einfach mehr Munition dafür haben. Dann geht die Lichtschranke weg. Das haben wir gebraucht. Und hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Oder? Ich will nochmal kurz dieses Fass hier in die Luft jagen, für den Fall, dass da noch was dahinter ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Hier gibt es keine versteckten Schalter. Das bringt uns nichts mehr. Hier in der Ecke ist auch nichts. Nun gut, dann geht es nach rechts weiter. Ja, müsste meine Stimme ein bisschen entschuldigen. Die ist vielleicht noch ein bisschen rau und so. Es ist noch relativ früh am Morgen. Und ja. Deswegen verplappere ich mich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen. So, Spinnmine haben wir voll. Brauchen wir gerade auch nicht. Haben wir keine Situation zurzeit, wo wir die verwenden. Toni, ich habe herausgefunden, dass man, wenn man zu nahe am EEOD steht, für eine erweiterte Zeit lustige Dinge mit den Haaren passieren. Hast du auch solche Probleme in letzter Zeit? Ja, das liegt wahrscheinlich an der Radioaktivität von diesem Ding. Könnte ich mir vorstellen. Ich finde es auch super, dass die Arbeiter das direkt die ganze Zeit ausprobieren. Warum auch nicht? So, wir machen mal noch einen richtigen Quick Save für den Fall, dass irgendwas schief geht. Die ganzen Fässer hier, die beunruhigen mich immer ein bisschen. Das habe ich immer das Gefühl, da ist irgendwas. Ja. Der ist natürlich auch noch da. So, wie kriegen wir den jetzt am besten weg? Vielleicht mit dem Granatwerfer? Schauen wir mal. Jawohl. Ich hätte ihn gern noch gelootet, aber gibt's anscheinend nicht. Wow. Ja, man sollte nicht in irgendwelchen explosiven Fässer stehen, wenn man sich mit einem Thermatron anlegen möchte. Deswegen werden wir die jetzt erstmal hier kaputt machen.
So, und weg ist er. Die Hälfte der Energiebarriere ist weg. Ausgeschaltet. Aber die andere Hälfte noch nicht. Und ich vermute, dass man das tut, indem man diese Generatoren hier ausschaltet. Mal schauen. Da müssen wir den dritten auch noch vernichten. Und was ist hinter dieser Wand? Ja, die Lichtschranke ist weg. Hier ist ein Schalter. Vielleicht für ein Secret oder so? Schauen wir mal. Da ist ein Sensor, habe ich gesehen. Nicht mehr mit mir, lieber Sensor. Hm. Aber das Fass. Na super. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Es ist nicht immer schön, wenn es mal wieder so Explosionen gibt. Das wäre so ein Spiel ohne Explosionen. Das war, glaube ich, auch übrigens eines der ersten Spiele, wo man hier so stark mit der Umgebung interagieren konnte. Ha! Nicht erwischt. So, jetzt aber noch den Typen da. Er richtet wieder viel zu viel Schaden an, als er eigentlich dürfte. Ja, wenn so irgendwo eine Gruppe fest herumsteht, dann sollte man die auf jeden Fall vernichten. Weil es gibt halt wirklich oft Fälle, wo dann dahinter irgendwie ein Schalter ist oder sonst irgendwas, was man eventuell brauchen kann oder was zu einem Ort führen kann, wo irgendwie ein Secret ist oder eine neue Waffe oder ein Generator oder sonst irgendein gutes Item. Zum Beispiel diese Tür hier würde ich auch gerne aufkriegen. Und wenn wir das nicht auf normale Art schaffen, dann werden wir es wohl auf die rustikalere Art dann machen werden. So, ein Auge und ein Wissenschaftler, von denen haben wir schon lange nicht mehr welche gesehen. Die haben aber nur 8 Credits dabei im Vergleich zu den Senatoren oder diesen Geschäftsleuten. Sind die ja geradezu arm. So. Der Reflektor hat das Laserfeld deaktiviert. Hier kommen wir noch nicht durch, würde ich sagen. Müssen wir erst hier unten weitergehen. Ja, Spinnmine ist nicht so ein Problem von der Position aus. So. Ich glaube, wir werden jetzt auch eine Spinnmine unsererseits verwenden. Denn ich möchte diese Thrasher-Kolonie hier ausschalten. So, brauchen wir wahrscheinlich da 3 Stück für. Ups. Das wollte ich nicht. Liebe Mine, ich habe dich ins Verderben gesteuert. Oder die Kanone hat dich getroffen, das kann natürlich auch sein. So, eine dritte brauchen wir, glaube ich, noch. Schauen, ob ich die jetzt so rein manövrieren kann. Jawoll. Okay. 3 Spinnminen für die Thrasher-Kanone. Da ist noch so ein Schwarzhelm-Heini. Dem aber auch nicht heiß ist mit seinem Scheißhelm da. Also mir wäre da wohl ziemlich heiß, gerade wenn hier auch so eine Produktionsanlage ist, das macht die Situation ja auch nicht besser. So. Nee. Der hat da einfach die Brücke ausgeschaltet, habt ihr das gesehen? Das Schwein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Den müssen wir irgendwie vielleicht mit der Schrotflinte. Jawohl. Und die Kamera.
Eigentlich ist das Maschinengewehr besser auf die Entfernung, aber in dem Falle hat die Schrotflinte irgendwie mehr gebracht. So, Generatoren schauen wir mal aus. Da unten ist übrigens der erste Android, glaube ich, ja. Das ist ein Android da. Die sind mittelgefährlich. Gefährlicher als die normalen Wachen, weil sie teilweise so Laser- oder Plasma-Waffen haben. Hallo? Bitte? Ach, wir haben keine Energie mehr. Okay. Wir haben schon lange keine Energiezelle mehr gekriegt, deswegen ist da die Energie ein bisschen zu nahe gegangen. Und da ist die orange Keycard. Die brauchen wir, glaube ich, auf der anderen Seite, wo wir schon waren. Aber die können auch reden, diese Androiden. Müssen wir mal schauen, wie wir die am besten tot kriegen. Vielleicht so. Ich weiß auch nicht genau, wie viel die aushalten. Anscheinend ziemlich viel. Dann müssen wir andere Waffen nehmen. Vielleicht den Raketenwerfer. Ja, vielleicht sollte ich nicht so nah an den Fässern stehen. Das wäre ein Vorteil. Das ist ein bisschen eine knifflige Aufgabe, weil ich muss die von hier oben umnieten. Vielleicht verwenden wir mal das hier. Oder die Laser. Naja. Nehmen wir es mal so. Kommt. So, der wurde evaporisiert. Die anderen, ja, da habe ich jetzt natürlich keine Energie mehr dafür. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn sie da zu zweit auf mich schießen, dann habe ich sowieso keine Chance. Ich glaube, ich muss das irgendwie mit dem Raketenwerfer hier hinkriegen. So. Wir treffen die irgendwie nicht richtig, habe ich das Gefühl. Aber ein gezielter Raketenschuss scheint da auszureichen. Ich muss sie nur treffen. So. Ne, da wollen wir nicht hinschießen. So, der erste ist schon mal tot. Und der zweite hat es auch ins Jenseits gesegnet. Da haben wir eine Energiebrücke. Kommen wir hier unten aber noch hin. Da würde ich gerne mal schauen, was da noch ist. Jawohl, das geht doch. Das ist wieder so ein extrem mühsamer Minenwerfer. Vielleicht können wir den hier... Ja... Geht so irgendwie nicht. Verwenden wir doch mal wieder ein Deadpack. Das müsste so funktionieren. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber spielt keine Rolle. So, da geht die Tür auf. Und ich konnte die Kiste nicht aufmachen irgendwie. Thermatron kommen. Ach komm schon. Warum geht die Kiste hier nicht auf? Irgendwas stimmt mit dieser Kiste nicht. Die scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. So, der ist weg. Vielleicht brauchen wir da irgendwie noch einen Schalter für die Kiste.
Das wäre mir zwar neu. Oh, hier ist auch noch irgendwas aufgegangen. Die geht auf. Und da ist ein Plasma-Generator drin. Ich hoffe, den können wir brauchen. Und die hier geht nicht auf. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist da hinter diesen Kisten noch was. Nee. So, wir müssen nochmal eine Energiezelle verwenden. Stört mich, dass die Kiste nicht aufgeht. Stört mich echt. Naja. Soll wohl nicht sein gerade. So, Android. Sieht ein bisschen aus wie C3PO aus Star Wars. Das Ding. Hält aber wesentlich mehr aus. C3PO rennt ja bei jeder geringen Bedrohung direkt weg. Und der hier, der hat schon einen Kampf geliefert. Ja, ja, Laserschranken, natürlich. Alternatives Sicherheitssystem. Oh, einen Vetron. Leute, wir sehen zuerst mal das erste Mal einen Vetron in Aktion. Na super. Der nützt uns hier ja richtig viel. Wenn wir von da oben irgendwie auch anders hingekommen. Naja, so. Der Vectron kann auf jeden Fall, hat diesen Twin Rocket Launcher. Damit kann er so ziemlich alles, was das Herz begehrt, zerstören. Und zwar instant. Deswegen habe ich da auch ziemlich Angst vor diesen Viechern. Weil die halten auch relativ viel aus. Ja. Müssen wir mal schauen, was wir mit dem noch machen können. Vielleicht hätte ich diese ganzen Androiden, die jetzt hier waren, gar nicht ausschalten müssen. Wobei ich weiß jetzt nicht, wie ich zu diesem Terminal gekommen wäre, wenn ich hier nicht die Androiden ausgeschaltet hätte. Lassen wir den mal erstmal da. Und holen hier den Aufzug wieder runter. Einfach nur, weil wir schauen wollen, was da oben ist. Und verwenden mal das hier. Okay, da geht die andere Tür auf. Da kommen wir aber, glaube ich, nur zurück. Da kommen wir, glaube ich, nur zurück. Was ist mit diesem Aufzug hier? Da ist eine blaue Keycard und eine Truhe. Da müssten wir doch eigentlich auch hochkommen. Hm. Ist hier vielleicht noch ein versteckter Schalter? Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Ich glaube, mit dem Vetron kommen wir nicht hier hoch, weil dann die Laserschranken wieder angehen. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich glaube aber, wir brauchen diese blaue Keycard, die wir da vorhin gesehen haben. Ansonsten kommen wir hier hinten nicht weiter. Genau. Na gut, dann nochmal zurück. Unser Ziel ist auf Ebene 7. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Ja, ich entschuldige mich schon mal, falls es irgendwelche biependen Störgeräusche gibt vor meiner Haustür. Oder besser gesagt vor dem Haus, wo ich wohne. Da wird gerade gebaut. Und ja. So, wahrscheinlich müssen wir diesen Schalter hier betätigen, ohne dass wir in die Suppe fliegen. Nee. Der hat zwar irgendwas gemacht. Oh, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Das ist natürlich schlecht. So, bitte stirb endlich. Gibt's doch nicht. Wahnsinn. So. Aus die Maus, Kollege. So, jetzt gehen wir direkt hier hoch und holen uns mal den Vetron. F
Für irgendwas muss der ja gut sein, irgendwie, habe ich das Gefühl. Außer diese Kisten zu zerstören und den Typ loben. So. Jetzt mal alles weg hier. Da oben können wir auch nichts hinten anschießen. Ich will mal gucken, ob wir hier hochkommen. Durch die Laserschranke. Das geht natürlich nicht. Und wahrscheinlich können wir die auch nicht sonst irgendwie ausschalten. Denn die Generatoren haben wir vorhin oben schon ausgeschaltet. Die haben das nichts gebracht. Vielleicht müssen wir auch von diesem Wand in diesen Raum da reinspringen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Schauen wir mal. So, worum wir nicht drum herum kommen, ist dieser Computer hier sowieso. Denn da geht die Tür auf. So, wir speichern nochmal. Ich probiere doch nochmal diesen Sprung da, dass ich da den einen Schalter betätigen kann. Geht das? Nee, das hat knapp nicht funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen anders ausrichte. Ups. Ne, das wollte ich nicht. Bitte wieder hochgehen, Silencer. Dankeschön. War so. Nee, da habe ich zu langsam gesprungen. Habe ich zu lange Zeit gebraucht. So, probieren wir nochmal. So, wir haben es geschafft. Und irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Müssen wir nur noch herausfinden, wo das genau war. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich glaube, das finden wir sicher irgendwie raus. Vielleicht rennen wir nochmal kurz hier durch. Ja, hier hinten ist doch was aufgegangen. Das war vorher noch nicht offen. Und da ist nochmal ein Plasma-Generator dabei. Ist sehr schön. Von denen kann man anscheinend nie genug haben. Glaube ich zumindest. Es kann auch sein, dass man nur einen braucht. Und wir das jetzt völlig umsonst hier machen. Aber Secret is Secret. Und offen ist offen. So, ich will nochmal hier bei dieser Kiste probieren. Warum das hier nicht geht. Vielleicht weil dieser komische Raketendings hier noch ist. Dieses machen wir mal hier ein bisschen Platz. Komm schon. Da ist nichts mehr. Der Schalter hier, der macht auch nichts Vernünftiges. Jetzt geht die Kiste auf. Komisch. Vielleicht war dieser Block doch im Weg. Na gut. Gehen wir weiter. Wir haben da soweit alles erledigt, glaube ich. Und wir können jetzt hier die blaue Keycard verwenden, die wir uns mühsam ergattert haben. Oh, da ist blaue Grütze. Das ist mal was Neues. Vielleicht ist sie noch ätzender als zuvor, die grüne. Da braucht man eine orange Keycard. Ups. Das hat ein bisschen Schaden gemacht, glaube ich, aber... Oh, nein. Ja... Kleines Mistvieh. Nein, ich wollte... Ach. Ich hab jetzt wieder die Steuerung wieder überhaupt nicht im Griff gehabt. Tut mir leid. So. So. Aufballern bitte. Ich möchte nicht, dass der die Kiste zerstört.
dieses Scheißding. Das gibt's doch nicht. So, das heißt, wir machen zuerst die Kiste auf. Und jetzt versuchen wir das Ding hier abzuschießen. So, das war's auch schon. Hat nicht wirklich viel gebraucht, nur ein Medikit. Super. Okay, orange Keycard haben wir auch und da ist ein Teleporter. Und rote Keycard. Die nehmen wir mit. Quick Save. Machen wir noch einen Quick Save. Und schauen, wo uns dieser Teleporter hinführt. Da waren wir doch schon. Genau, da sind wir nicht weitergekommen. Weil uns hier unten, ich glaube, die rote Keycard gefehlt hat. Richtig. So, komm, Kollege. Und da hinten ist auch nochmal einer. Natürlich kommen sie wieder von allen Seiten, das ist ja klar. Schweine hier. Ihr elenden Schweine. Primaten, was auch immer. Da machen wir erstmal hier ein bisschen Bumm. Da ist ein Schalter. Hat nichts gemacht auf den ersten Blick. No, wow. Nee. So nicht, Freundchen. Du wirst schön mit einer Spinnmine ausgeschaltet. Bumm. Hat nicht gereicht. Schade. So, ja, schieß ein bisschen in die Wand. Stört mich nicht. Jawoll. Und da ist er auch schon ausgeschaltet. So, was ist hier? Zugriff verweigert. Da haben wir noch keine Keycard. Die müssen wir erst finden. Und das hier sieht doch auch wieder verdächtig aus. Diese Generatoren hier, die irgendwas mit böser Energie versorgen. Keine Ahnung was, aber müssen wir trotzdem wegmachen. Und dann gehen wir mal vielleicht hier rüber. Ist da noch was? Hier in der Ecke vielleicht? Ne? Okay. Da diese Wände da unten, die sehen auch so aus, als würden sie irgendwann aufgehen. Aber das scheint momentan noch nicht der Fall zu sein. Was ist das? Da ist doch irgendwas. Sehr merkwürdig. Ja, du machst einfach den Minenwerfer nach oben, oder wie? Okay. Und da steht doch auch wieder so ein netter Kerl da. Der wollte schon wieder mit Raketen auf uns schießen. Ich habe das schon gesehen. Und hier sind so Bodenplatten. Werden wir jetzt einfach mal aus Spaß drauf treten? Nee. Gut. Es war nix. Hat nichts gebracht. So, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Müssen wir den hier abknallen. Und dann die Kamera. Ups. So. Was macht dieser Schalter? Der erzeugt da eine Energiebrücke, oder nicht? Man weiß es nicht so genau. Ich weiß auch nicht, welche Schalter das Einwegschalter sind, welche nicht. Das ist nochmal so eine Platte, wo man drauf treten kann mit Elektro-Dingern wahrscheinlich. So, was machst du? Du bist für den Aufzug, okay. Nun gut. Dann laufen wir darüber. Wow. Okay. Ist egal. Hat funktioniert. Alles andere soll uns doch erstmal egal sein. So, da ist nochmal eine Wache gekommen. So ein Stormtrooper. Der macht auch ganz schön Schaden, wenn die Schilde nicht aktiv sind. Müssen wir ein bisschen darauf achten. Aufpassen.
Ups. Da ist ein Raketenheini. So. Gehen wir da ganz auf der Seite durch. Hm. Ich glaube, den können wir so ausschalten, wenn wir das richtig machen. Ne, können wir nicht. Verwenden wir doch da eine Spinnmine. Man muss sich ja das Leben nicht unnötig schwer machen. Ja, direkt noch in die Grütze rein. Super. Viel Spaß beim Baden. Wird dir gut tun, du stinkst wahrscheinlich schon. An deinem Helm schwitzt du bestimmt. Sonst gäbe es keinen Morgen mehr. Du bist tot. Ist hier hinten noch ein Schalter? Ne. Und hier ist eine Kiste. Da war wahrscheinlich auch wieder einer der Schalter. Wow. Das war einer der Schalter, den wir irgendwie hinter einer Kiste gesehen haben, denke ich mal. So. Warten wir, bis er wiederkommt. Shotgun-Munition geht langsam alle. So. Vielleicht können wir den anderen da mit der Laserpistole ausschalten. Naja, das können wir natürlich nicht. Wir bräuchten irgendwie noch so ein Schild, das uns vor Raketen schützt. Das wäre mal was. So, der ist tot. Jetzt mal gucken, ob wir da... Ne, die Bodenplatten scheinen noch aktiv zu sein. Oder intakt, besser gesagt. Ja. Bitte sterben, danke schön. Ein bisschen schneller, wenn es geht, das nächste Mal. So, die Bodenplatten sind jetzt lose. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und da ist noch so ein ätzendes, fliegendes Viech, wo wir wieder drauf gehen müssen, damit wir irgendwo hinkommen wahrscheinlich. Warst du das noch? Ja, das warst du. Kleiner Penner. Nee, so geht das nicht. Hm. Der hat einen ziemlich ätzenden Winkel, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich da nicht genau, wie wir den umnieten können. Oder sollen. Ups. Ich wollte schon hier rüber rennen, aber nicht in den Abgrund. Gut, das bringt auch nicht wirklich was. Hm. Vielleicht so. Ne, er sieht uns immer. Er sieht uns immer. Wir müssen den echt irgendwie schnell genug ausschalten. Aber er hat echt... Seine Schüsse sind immer relativ präzise, muss ich sagen. Und die wechseln dann auch direkt die Richtung. Ich hätte jetzt gedacht, der schießt an mir vorbei, aber das ist nicht der Fall. Vielleicht können wir ja einfach durchrennen. Schauen wir mal. Ups. Nee, das geht auch nicht. Irgendwie müssen wir mit diesem Typen da fertig werden. Speichern wir mal. Ja, warum auch nicht direkt so, ne? Man kann sich's auch schwer machen. So. Was macht das? Höre ich da eine Energiebrücke? So, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht wieder ins Wasser reinfliegt. Joa. Laser. Ist klar. Och, ich hab's natürlich nicht gespeichert. Aber es hat nochmal geklappt. Ups. Speichern.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn man diesen Reflektor hier anschießt, würde das fliegende, die fliegende Plattform da zu uns kommen. Ist aber nicht so. Keine Ahnung warum. Ups. Müssen sie aber trotzdem wieder anschießen. Wahrscheinlich. Die wird nicht ohne Grund da sein. So, aufpassen. Und dann müssen wir den einen Typen mit seiner Laserwaffe irgendwie ausschalten. So. Hat gereicht. Wow. Oder auch nicht. Vielleicht können wir nochmal eine Energiezelle verwenden. Das macht die ganze Sache auch einfacher. So. Da lassen wir jetzt nichts anbrennen. Muss ich halt Raketenwerfmunition verschwenden. So. Hier scheint erstmal alles gesäubert zu sein auf den ersten Blick. Ich hätte aber trotzdem noch gern gewusst, wie man da die Plattform verwenden kann, weil da hinten war ja noch eine Kiste, das Secret, wo wir da entdeckt haben. So. Die sind auch weg. Hier unten ist auch noch eine Öffnung. Was auch immer da wieder ist. So. Du bist tot. Und hast eine Energiezelle dabei. Schön. So, wir gehen nochmal zurück. Ich speichere mal für den Fall, dass wir das umsonst machen. Dann lade ich das Spiel einfach wieder. Denn ich möchte wissen, wie man zu dieser Kiste da kommt. Die ganzen Sachen hier sind ja wahrscheinlich nicht umsonst da. So. Da tut sich nichts. Da tut sich echt nichts. Ja, das war blöd. Ich muss wohl... Nein, machen wir normalen Quicksave, dann kann ich die andere Schnellspeicherfunktion überschreiben. So. Ich probiere jetzt einfach mal auf die Plattform drauf zu springen. Von hier. Glaube ich. Vielleicht klappt das ja. Also ich habe wirklich viele Hoffnungen, habe ich nicht, aber man kann es ja mal probieren. Nee, da sind wir vorbeigesprungen. Wir springen zwei, glaube ich. Ich glaube, so müsste das vielleicht gehen. Nee, auch nicht. Vielleicht so. Das ist immer schwierig abzuschätzen, wie man dann genau springen muss. Vielleicht von hier drüben? Da ist da dieser Pfosten da im Weg. Probier's nochmal von hier. Nee, das geht auch nicht. Joa, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Na, so geht das natürlich wieder nicht. So, drüben sind wir schon mal. Aber zur Kiste kommen wir immer noch nicht. Und ich wette, dafür ist diese fliegende Plattform. Ich wette es. Aber was ist da noch? Nichts. Hm. Oder wir haben hier etwas übersehen. Das ist natürlich auch möglich. Scheint aber nicht so zu sein. Was war denn das hier nochmal? Hier war, kommt man doch auch noch was anklicken. Ne, will er nicht. So, ich glaube, das war dieser Schalter, der da die Tür aufgemacht hat. Wahrscheinlich. Ist alles immer noch offen. Vielleicht ist hinter diesen Fässern irgendwas. Fässern, Kisten. Nein, da ist nichts.
Das ist absolut gar nichts, Leute. Und ich weiß nicht, wie man auf diese Plattform da hochkommt. Ich weiß es nicht. Gibt es noch so einen zweiten Reflektor hier, abgesehen von dem? Weil er macht gar nichts. Habe ich das Gefühl. Irgendwas habe ich zwar gehört, aber es scheint nichts Wichtiges zu sein. So, probieren wir vielleicht von hier aus. Kann man noch hier rüber springen? Weiß es nicht. Nee. Vielleicht so? Nee, da geht's auch ins Wasser. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen näher rankommen. Von der Richtung her hat das, glaube ich, gestummt. So. Nee. Dann probieren wir es nochmal. So. Auch nicht. Ja, irgendwie möchte Silencer gerade nicht auf diese Plattform da springen. So, können wir hier wieder hoch, bitte? Silencer, jawohl. So. Probieren wir mal so noch. Das geht auch nicht. In Ordnung, dann gehen wir es auf. Egal. Wird schon nichts Wichtiges sein in dieser Kiste da. Sehen wir von hier noch was? Da scheint sich echt nichts zu tun bei diesem Reflektor. Naja, schade. Schade, schade, schade. Vielleicht ist hier unten noch irgendwas, wo man anschießen kann. Nee. Auch nicht. Okay. Da habe ich auch keine Ahnung, was der hier macht. Die sind hier irgendwie einfach so da. Oh, hab ich gesehen, das kleine Sensor. Oh nee, habe ich die Kiste erwischt? Ja, habe ich natürlich. Ach, der ist dafür da, dass man die Schranken wieder ausschalten kann. Na gut, okay. Wissen wir das auch. So, die Kiste ist noch heil. Da ist aber nur die Schrotflinte drin. Die Musik ist auch mal wieder so... Weiß nicht. Aha. Können wir hier irgendwie so ein... eine Mine platzieren? Geht das? Reicht das? Nee, das reicht nicht. Okay, müssen wir mal schauen. So, damit können wir wahrscheinlich das Geschütz steuern, ja. Und ich gehe jede Wette ein, dass man diesen Reflektor da treffen muss. Jawohl. Und dann jagen wir das Geschütz direkt noch selber in die Luft. Ups, ich habe selber, glaube ich, auch noch ein bisschen Schaden genommen. Aber egal. So, hier sind Generatoren. Schalten wir mal aus. Das wäre wahrscheinlich die alternative Möglichkeit gewesen, wenn man nicht auf den Reflektor schießen wollte. Warum auch immer. Computer. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass meine Haare ausfallen auf bestimmten Längen. Ja, das beunruhigt ihn ein bisschen. Aber ansonsten hat der Computer nichts wirklich Wichtiges verraten. So, die Laserschranke ist aus. Dafür ist jetzt da Gas im Weg. Ach nee, nicht schon wieder so einer. Ja, das war gut, das hast du toll gemacht. Hast
doch direkt das Gas ausgeschaltet, glaube ich. Gut, wir machen hier wieder mal einen kleinen Break. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like oder hinterlasst einen schönen Kommentar, das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Northgate.